Hallo und herzlich willkommen zu deinem Online-Kurs Geheime Reiki-Techniken. In dieser Episode geht es um das Geheimnis der Kraft der Reiki-Symbole. Das Geheimnis der Kraft der Reiki-Symbole sind die sogenannten drei Mysterien. Man könnte das auch als drei Geheimnisse bezeichnen, die insgesamt zusammengehören als ein Teil der sogenannten Geheimlehren der japanischen Shingon-Schule des Buddhismus. Und diese drei Mysterien werden seit Jahrtausenden überliefert. Es heißt, dass es sich dabei um Geheimnisse handelt, die sich selbst schützen. Was heißt das? Geheimnisse, die sich selbst schützen. Ganz einfach. Wenn sie offenbart werden, werden die Menschen sie wieder vergessen. Und wenn sie offenbart werden und sie offenkundig dort sind, gibt es immer noch genügend Menschen, die ihre Vorzüge bestreiten. Jetzt stell dir mal vor, es gibt Geheimlehren, Geheimnisse, ja, die überliefert wurden, die wenige kennen, und selbst wenn sie an die Öffentlichkeit kommen, werden sie wieder vergessen und ihre Vorzüge werden bestritten. Und diese drei Mysterien sind sozusagen die Essenz der Lehre, der Geheimlehren des Shingon-Buddhismus und des Tendai-Buddhismus. Und sogar Usui kannte diese drei Mysterien. Und woher weiß ich das? Das kann man sich immer fragen. Ja, Mikao Usui hat die drei Mysterien in seine Reiki-Heilmethode mit einfließen lassen. Er hat uns das sogar schriftlich hinterlassen, den Beleg dafür. Es ist nicht einfach so, ja, das erzählt man dann so und da hat der Hosak mal wieder irgendwie eine Meinung oder das dazu gedichtet. Nein, es ist tatsächlich da. Und wo findet man das? Ja, in drei von Usui bekannten Texten. Nämlich einmal in seiner Kalligrafie der Lebensregel. Dann in der Inschrift auf dem Gedenkstein. Und zusätzlich in dieser Kompilation, das Usui Reiki Hikkei, wo verschiedene Schriften und Texte und Interviews und dergleichen von ihm zusammengefasst wurden. Also in drei Quellen taucht das auf. Vielleicht gibt es sogar mehr, aber mindestens diese drei. Und jetzt fragst du dich, was ist es denn vielleicht? Was meine ich denn damit? Das will ich dir natürlich verraten. Ja. Du kennst sie auch. Sie sind versteckt, aber du kennst nicht unbedingt die Quelle. Also kennst du sie oder du kennst es nicht oder beides. Ja, und es geht hierbei um die drei Mysterien oder die drei Geheimnisse von Körper, Rede und Sinn, beziehungsweise manche übersetzen das letztere Wort auch als Geist. Geist ist eigentlich mehr bekannt, weil sich das im Zuge der buddhistischen Übersetzung im Rahmen des tibetischen Buddhismus hier verbreitet hat und weil das eine sehr gute Übersetzung ist für den Fall, dass man etwas dem westlichen Mind oder Geist sozusagen näher bringen will, weil die Leute hier eher kopflästig sind. Aber eigentlich geht es dabei um Sinn im spirituellen Herzen. Naja, wie auch immer. Also nehmen wir Körperrede Sinn oder Körperrede Geist. Und damit, mit dem Körper, sind Mudras gemeint. Ein Mudra ist zum Beispiel Gassho, kennst du. Ein Mantra ist zum Beispiel die Aussprache von Reiki-Symbolen. Ach so, und das ist die Rede. Also Körper ist das Mudra, Rede ist das Mantra. Ja, und was ist jetzt Geist? Das ist die Visualisation der Reiki-Symbole. Ja. Und jetzt kommen wir der ganzen Sache auch näher. Aha, du merkst schon, das hat was mit Reiki-Symbolen zu tun. Aber jetzt fragst du dich vielleicht, ja, wo wurde das denn nun da aufgeschrieben? Wo wurde das bei den Lebensregeln aufgeschrieben? Nehmen wir den Text der Lebensregeln. Am Anfang geht es da los, geheime Methode zum Einladen des Glücks. Ah, eine geheime Methode. Aber Methode kann man auch als Lehre übersetzen. Das heißt, es geht um Geheimlehren. Die Geheimlehren zum Einladen des Glücks. Und im Japanischen wird nicht zwischen Singular und Plural unterschieden. Du kannst also sagen, die Geheimlehre. Du kannst auch sagen, die Geheimlehren. Ist beides möglich. Außerdem lässt sich das auch als Ritual zum Beispiel oder als eine besondere Technik oder ja eben Lehre und so übersetzen. Dann geht es weiter mit der
mit dem spirituellen Heilkraut, viele sagen spirituelle Medizin, für 10.000 Krankheiten in Körper, Geist und Seele. Danach kommt der eigentliche Text der Lebensregeln. Also gerade heute oder nur heute, ärgern lass sein, sorgen lass sein, ja? Sei dankbar, kümmere dich um dein Karma und sei freundlich zu allen Lebewesen. Und das ist sozusagen der Hauptteil, der teilweise merkwürdig übersetzt wird wie arbeite hart oder ehre deine Eltern und solche Sachen. Das, die letzten beiden Sätze, die ich jetzt genannt habe, gibt es in den Lebensregeln nicht. Es gibt noch viel mehr darin nicht, was da einfach dem zugeschrieben wird, was dort aber nicht ist. Aber das ist jetzt nicht das Hauptthema. Jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Nach diesen Lebensregeln, nach diesen 5 berühmten Sätzen, kommt die Anleitung. Und die Anleitung heißt, morgens und abends lege deine Hände vor dem Herzen zusammen. Das ist ein Mudra, was hier angesprochen wird. Da geht es um den Körper. Das ist das erste Mysterium, nämlich der Körper, das Mudra. Das zweite ist, lenke deine Aufmerksamkeit in dein spirituelles Herz. Das spirituelle Herz ist das, was den Sinn ergibt, was einem das Sinn, wenn man mit dem Herzen dabei ist, dann hat das Sinn. Ja? Und das ist das, was meistens als Geist übersetzt wird. Ja? Und das, was dem Sachen Sinn gibt, ist die Form. Ja? Also mit dem Herzen, mit dem Geist gibt man dem eine Form. Ja? Und das ist sozusagen, wäre dann später das Symbol. Aber hier geht es erstmal darum, dass man voll und ganz mit dem Geiste dabei ist und wirklich in sich, in seinem Herzen ankommt. Ja? Und dann heißt es, rezitiere sie, also die Lebensregeln, laut mit dem Mund. Und laut heißt, man soll es nicht mental machen. Die Hände in Gassho zusammenlegen heißt, nicht mental denken, dass die Hände in Gassho sind. Also nicht so, sondern so. Ja? Und die Aufmerksamkeit ins Herz lenken, das ist der Teil, den man wirklich nur mental machen kann, weil es keine Handlung ist, dass man irgendwas mit den Händen oder ähnliches macht. Ja, und deswegen sind diese 3 Geheimnisse, diese 3 Mysterien, Körper, Rede, Geist in dieser Übersetzung oder Körper, Rede, spirituelles Herz. Und die tauchen dort in diesem Text auf der Lebensregeln. Ja? Und übertragen auf die Reiki-Symbole heißt das, dass man die Hände benutzt. Die Hände werden benutzt als ein Mudra. Das ist ein Mudra, aber das hier ist auch ein Mudra. Und das auch. Warum? Es gibt Buddha-Darstellungen, die halten, und hinduistische Darstellungen, die halten die Hände so. Zum Beispiel der Sonnengott Surya hält die Hände so. Der Sonnengott Surya hält die Hände so, als würde er Reiki geben. Und in der einen Hand wird immer ein Mond und in der anderen Hand wird immer eine Sonne dargestellt. Erinnert das nicht an das Meistersymbol? Tja, und Buddhas werden oft so dargestellt. Ja? Das heißt, die Hände sind durchaus nach vorne. Ich habe mal ein Video gemacht, wo ich die Hände so gehalten habe und dann eine böse Nachricht erhalten, wo jemand mir geschrieben hat, Mann, wie kannst du nur die Hände so abweisend von dir halten? Da fühle ich mich gleich zurückgestoßen. Diese Person wusste wohl nicht, dass man die Hände vor sich hält, um Reiki geben zu können und dass das nicht unbedingt etwas Zurückstoßendes sein muss. Aber wie dem auch sei. Das ist das Mudra. Wir halten also die Hände in dem Mudra. Dann visualisieren wir das Symbol, sind also mit unserem Herzen dabei. Ja? Und dann zeichnen wir die Symbole mit einer der beiden physischen Hände, während wir das visualisieren. Und um das Ganze zu aktivieren, nennen wir 3-mal laut ausgesprochen das Mantra. Genauso wie es auf den Lebensregeln-Text steht, genauso wie es auf der Gedenkstein-Inschrift steht und genauso wie es im Hikei steht von Usui. Ja, so viel erst einmal dazu, dass diese 3 Mysterien sind das Geheimnis der Kraft der Reiki-Symbole und damit wollen wir uns jetzt näher beschäftigen. Dann bis zum nächsten Video. Namaste. Oh, das sind ja auch 3 Mysterien.